Genau dafür werden alle erdenklichen Maßnahmen gemacht. Alternative. Wasser. Kriege um Wasser. Wir töten für Benzin. Wir nähern uns dem ganz großen zusammen. Wir töten die Welt. Wir töten die Welt. Mein Name ist Max. Meine Welt ist Feuer und Blut. In einer trüben Wüstenlandschaft, wo die Menschheit verkommen und fast jeder bereit ist, für das Überlebensnotwendige bis an die Grenze zu gehen, leben zwei Außenseiter. Max, ein Mann der Tat und weniger Worte, der nach dem Verlust seiner Frau und seines Kindes Seelenfrieden sucht, und die elitäre Furiosa, eine Frau der Tat, die glaubt, dass sie ihr Überleben sichern kann, wenn sie es aus der Wüste bis in ihre Heimat schafft. Als Max gerade beschlossen hat, dass er alleine besser dran ist, trifft er auf eine Gruppe in einem Kampfwagen, hinter dessen Steuer Furiosa sitzt. Die Flüchtlinge sind dem Warlord Immortan Joe entkommen, der ihnen nun nachstellt. In der Konfrontation mit seinen Banden kommt es zum temporeichen, staubigen Straßenkrieg. Ihr wollt da durch? Dann los! Mit der ersten Mad Max-Trilogie schrieb George Miller in den 80er Jahren Filmgeschichte, etablierte das Subgenre des Postapokalypse-Thrillers und macht Mel Gibson zum Weltstar. Was für ein Tag! Was für ein schöner Tag! Jetzt legt der australische Regisseur die Latte noch einmal höher. Mit einem in Realzeit erzählten und in Namibia gedrehten Survival-Spektakel mit Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen. Nehmt mit, was ihr könnt und lauft. Die Bilder, Distanz und die Fahrzeuge sind spektakulär, der Film und die Handlung unglaublich schnell und unheimlich dreckig. Selten war das Reboot einer Filmserie so gelungen wie dieses. Unser Tipp? Anschauen.